Betriebswirtschaftslehre weiterdenken. Das ist das Generalthema der Jubiläumstagung zum 100-jährigen Bestehen des Verbands der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, die wir hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf im März 2022 ausgerichtet haben. Die globalen Herausforderungen von der Corona-Pandemie über den Klimawandel bis hin zu geostrategischen Krisen lassen sich nur in einer starken sozialen und ökologischen Marktwirtschaft mit leistungsfähigen Unternehmen bewältigen. Und dafür brauchen wir eine starke Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftliches Fundament. Die BWL hat eine ganz erstaunliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Am Anfang, vor so etwas mehr als 100 Jahren, noch teilweise als obskur wahrgenommen und in Handelshochschulen vertreten, ist sie dann durchgestartet und mittlerweile das Studienfach mit den meisten Studierenden in Deutschland. Und das macht deutlich, dass sie sich akademisch nicht nur etabliert hat, sondern auch eine ganz beachtliche Entwicklung genommen hat. Der VHB ist der Verband der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen für Betriebswirtschaftslehre und wurde vor 100 Jahren gegründet, um die BWL als universitäres Fach zu verankern. Der VHB ist eine wissenschaftliche Gesellschaft, die sich mit großen Fragen des Faches beschäftigt, mit der aktuellen Forschung auseinandersetzt und mit den Herausforderungen in der Lehre sich beschäftigt. Dass die Tagung zum 100-jährigen Jubiläum des VHB an der HAU war, freut uns sehr. Wir hatten 700 Teilnehmende, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist, haben 300 Vortragende gehabt, 200 Vorträge gehört zu ganz verschiedenen Themen der Betriebswirtschaftslehre mit ganz verschiedenen Theorien, ganz verschiedenen Methoden. Und insofern blicken wir mit Freude und Stolz zurück auf eine tolle digitale Tagung. BWL braucht man ja nicht nur in den Unternehmen, sondern BWL wird eigentlich in vielen Stellen, Organisationen, Projekten, Institutionen gebraucht. Und ich glaube, die Tagung hat das ganz gut gezeigt, dass das Spektrum der BWL sich enorm erweitert hat und wir nicht nur die Unternehmen in den Blick nehmen sollten. Und das haben auch unsere Panels und Symposien gezeigt. Jetzt gerade, wenn wir uns den Ukraine-Konflikt ansehen, und die ganz andere Form von Positionierung, über die heute in den Konzernetagen der großen Konzerne nachgedacht wird, ist wirklich interessant ist, wo sind auch eben die öffentlichen intellektuellen Betriebswirtinnen und Betriebswirte, die diesen Diskurs mitbestimmen. Eigentlich braucht es keine Manager, sondern es braucht Doer und Leader. Für Leader weiß ich leider im Deutschen kein gutes Wort. Die BWL sollte viel stärker für Unternehmertum begeistern. Sowohl was Professoren wie auch Absolventen angeht. Unternehmen als Teil der Lösung begreifen, zu verstehen, dass Unternehmen nur dann Teil der Lösung sein können, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Wir brauchen die Betriebswirtschaftlerinnen, wir brauchen sie deshalb, weil sie weniger unter Lobbyverdacht stehen, als wenn das ein Verband sagt. Die Grilltomate kann man ignorieren, die kann man zurückgeben, die braucht man nicht mitessen. Wenn wir als Betriebswirt in unserer Blase bleiben, wird es uns so gehen. Wenn wir uns nur mit unseren eigenen Themen weiter beschäftigen und nur Betriebswirte für Betriebswirte eben forschen und schreiben und publizieren, dann reicht das nicht. Wir müssen zur Tomatensoße werden. Betriebswirtschaftliche Expertise, das ist die Fähigkeit, arbeitsteilige Kooperation in Unternehmen, aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Feldern erfolgreich zu organisieren. Was es dafür an Theorien, Methoden und Instrumenten braucht, das haben wir mit führenden Fachvertretern und Expertinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in den letzten 4 Tagen ganz intensiv diskutiert. Schauen Sie gerne in unseren Film, der ist richtig gut geworden. Vielen Dank.